Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arc Storyline. Ich habe mir einen Biber gezähmt. Ja, dieses kleine, dicke, plüschige Tierchen hier, der war Level 88 und ich habe glücklicherweise genügend Kibbel gefunden, also nicht Kibbel gefunden, sondern Eier gefunden vom Gallimimus, dass ich den halt so zähmen konnte, dass er ja 100% hat. Und deswegen ist er jetzt 100, ich glaube, er war 131 oder so. Ich glaube, ich habe ihm schon mal ein Level-Up auf Gewicht gegeben und damit werde ich auch weitermachen. Ich habe allerdings noch nicht genügend Engram-Punkte, um einen Sattel zu holen. Aber man kann hier, ja, den Argentavis nehmen, den Biber schnappen und dann fliegt ihr damit an einen Baum ran. Ja, und ihr wisst ja, also wenn ich nicht attackiere, der Argentavis kann keine Bäume fällen, dann passt mal auf. Na? Typisch Vorführeffekt. Typisch Vorführeffekt. Das gibt's ja wohl nicht. Also der Biber ist in der Lage. Vielleicht ist das Inventar vom Biber irgendwie noch zu voll. Kann das sein? Ah, es kann sein, wenn das Inventar voll ist, dann geht es natürlich nicht. Na gut, ihr könnt ihn schnappen, an Bäume ranfliegen und dann fällt er die. Also ähnlich wie das mit dem Dödi ist, der kann das ja auch. Wenn ihr den Dödi in die Krallen nehmt und dann an Steine ranfliegt, dann zerkloppt er die ja auch von sich aus. Da braucht man also, wenn man keinen Sattel hat, geht's auch ohne. Warum hast du das jetzt nicht gemacht, du faules Vieh? Vielleicht war auch der Argentavis zu voll. Egal, ich möchte jedenfalls, weil ich jetzt schon öfter gehört habe, zeig doch mal, wie du die Sachen baust. Man sieht das immer nie. Okay, also offenbar wollt ihr Baufolgen sehen. Dann sollt ihr auch Baufolgen sehen. Und zwar werde ich jetzt hier... Machen wir das am besten... ja, genau. Ich glaube, hier hinten in die Ecke. Ich will noch so ein paar Türme bauen. Und dafür muss ich hier nochmal kurz ein bisschen erweitern, damit ich auch weiterhin außen drum rumlaufen kann. Da brauche ich allerdings vorher nochmal irgendwie drei weitere Ceilings. So, ich habe es übrigens doch geschafft, hier so ein paar Pillar dran zu machen. Da gibt es irgendwie einen Trick, wenn man diese Säule hat und auf G drückt, also vorausgesetzt, das ist eine Säule von S+, dann snappt die an die Ecken. Ja? Das wusste ich vorher auch nicht. Ich hatte halt immer nur bei anderen gesehen, wie das ging. Also ansonsten braucht ihr halt irgendwie eine Foundation oder so. So, ich brauche nochmal... habe ich hier vielleicht noch welche? Drei Stein-Ceilings. Ja, ihr seht, das ist bei mir immer sehr... ja, sehr ungeplant läuft, wenn ich baue. Deswegen will ich halt eigentlich nicht unbedingt immer Baufolgen zeigen, weil ich denke, das muss super langweilig sein. Aber ja, offenbar wollt ihr das trotzdem sehen. Ich farme halt vorher nicht haufenweise Zeug und baue dann die Elemente und setze sie dann alle am Stück oder so, sondern ja, ich farme halt, wenn mein Inventar voll ist, dann baue ich die Elemente und dann setze ich die Elemente. Und deswegen komme ich halt nie an den Punkt, dass ich halt mal haufenweise Material habe und das dann am Stück hintereinander wegbaue. Deswegen denke ich immer, das muss ja super langweilig sein. So, dann bauen wir hier draußen nämlich eine Art Turm hin. Und ja, wo machen wir denn dann am besten hier die Tür rein? Ich versuche, das wieder sozusagen falsch rumzusetzen. So. Na, dass es so aussieht wie der Rest vom Haus. Also das Helle nach außen und das Dunkle nach innen. So, und dann habe ich hier mir nämlich schon mal ein paar Wände gemacht. 6. So, genau so rum will ich das haben. Ja, und dann wäre es natürlich schön, wenn man hier irgendwie ein Fenster drin hätte. Aber wo macht man das sinnvollerweise hin, dass es irgendwie gut aussieht? So, das setzen wir auch so rum. Dann würde ich sagen, machen wir hier an die Ecke zwei Fenster oder so. Weil da habe ich nämlich schon mal wieder nicht genügend Fenster, weil ich erst dachte, ich mache nur eins, aber es gibt ja hier keine Mitte. Und wenn es asymmetrisch ist, sieht es irgendwie doof aus, finde ich. So, dann setze ich das hier rein. Also um das zu wechseln, drücke ich auf E, ja? Nicht, dass ihr euch wundert. Also normalerweise snappt es halt so rum, dass das hier außen ist an der Ceiling. Und wenn ihr auf E drückt... Na, jetzt snappe ich das so. Ihr seht, dieser gelbe Pfeil zeigt nach außen und ihr seht auch an der Lücke, dass es nicht passt. Jetzt drücke ich auf E und jetzt wechselt es sozusagen seine Ausrichtung. Und so mache ich das halt immer. Und schon habt ihr sozusagen das Innere nach außen gekehrt. Okay, gut. Und wenn ihr das dann hier oben drauf setzt, dann snappt das ja so, wie der Rest ist. Also wie der Untergrund ist. Dann müsst ihr nicht immer nochmal auf E drücken oder sowas.
Mache ich in jedem Stockwerk Fenster? Nö, ich mache nur in jedem zweiten. Na, hopp. So, dann haben wir nämlich hier noch genau zwei Fenster. Okay. So. Huch. Super. Und schon haben wir einen kleinen Turm gebaut. Mache ich an die andere Ecke auch nochmal. So, und damit man dann hier irgendwie sinnvoll reingehen kann, habe ich mir auch schon mal ein paar Treppen gemacht. Die müssten dann aber auch irgendwie nochmal andersrum. Ich glaube so. Und dann kann man nämlich bei der sagen, Flipstairs, genau, damit sie so rumlaufen. Und dann setzen wir die nächsten hier drauf. Sitzt es überhaupt da drauf, wo ich es haben will? Ja, hier muss es sein. Dann sage ich hier auch wieder Flipstairs. Dann dreht es sich um. Auf der anderen Seite brauche ich das dann, glaube ich, nicht machen. So. Super. Und noch eins. Da war's. Nein, da war's, genau. Und Flip Stairs. So, und schon können wir hier hoch. Und jetzt brauche ich 1, 2, 3 Ceilings. Ich denke doch mal, oder? Na, vielleicht muss das hier auch offen bleiben. Also mindestens 2. Aber wahrscheinlich 3. Ich hoffe 3. Ja, so haben wir schon mal einen kleinen Turm hier draußen gebaut. Der ist schön, da kommt halt noch das Dach drauf, dann kommt noch ein Geländer drauf. Und dann kommt noch, ja, das gleiche da drüben hin. Und an die Ecken werde ich auch wieder Steine machen. Was ich auch noch zeigen wollte, ich habe hier inzwischen die Dori. Und zwar ist das ein Nachkomme aus der ursprünglichen Mutter Elva und aus unserem ersten nachgezüchteten Tier, dem Finn. Und der hat halt die ganzen guten, perfekten Werte, aber ist halt auch nicht mutiert. Ja, und ich konnte ihn auch voll imprinten, weil er zum Glück nur streicheln und spazieren gehen bzw. schwimmen wollte. Gut, dann stelle ich nochmal ein paar Deckenplatten her. Okay, die Deckenplatten habe ich jetzt dabei. Ja, also mindestens 2 werde ich ja wohl setzen können. Ich hoffe, ich kann 3 setzen, dann ist das Loch da oben nicht so groß. Aber kann sein, dass ich hier halt keine setzen kann, weil ich mir dann nämlich dann hier die Rübe stoße und dann funktioniert es eben nicht. So, dann setzen wir hier eins. Ja, so rum, genau. Und dann werde ich jetzt mal testenshalber da drüben auch eins setzen. Aber wie gesagt, ja, genau, das dachte ich mir schon, da komme ich nämlich nicht mehr runter. Also können wir das da nicht setzen. Schade, schade. Ja, schade, schade. Egal. Ist ja sozusagen nur für die Optik. So, dann, damit es so ein bisschen gleich aussieht überall. Setzen wir hier nochmal die Zäune drumherum. Ihr seht, auch die haben hier verschiedene Snap-Punkte. Aber ich muss den niedrigen nehmen, weil hier drüben kann ich ja nicht anders als den niedrigen. Müssen wir die hier wieder aufheben. Aufheben und aufheben und aufheben. Sonst, ich nehme halt immer lieber den höheren, weil ich finde, dass die Geländer häufig so niedrig sind, dass man da nämlich sonst einfach drüber fällt. Aber ich wollte ja sowieso 2 machen. Also da kommt auch nochmal ein Holzgeländer drauf, damit es auch wirklich genauso aussieht wie der ganze Rest von hier. Ich habe ja auch da unten immer erst Stein und dann oben drauf Holz. Aber das ist, wie gesagt, ein rein optischer Turm. Ja. Der hat jetzt nicht wirklich eine Funktion. Also man könnte natürlich sagen, ich betäube da unten irgendwie ein Hai im Wasser oder sowas, aber ich glaube eher nicht. Ja, schön. So sieht er aus. Dann können wir hier wieder runter. Da kann man natürlich auch hier rausgucken. Oder hier rausgucken. Man könnte hier natürlich auch irgendwie eine Truhe oder sonst irgendwas verstecken. So, und dann habe ich hier noch, reicht natürlich vorne und hinten nicht, so ein paar von diesen Dingern, von diesen Pillars gesetzt. Und ihr seht momentan, der snappt nicht an der Ecke. Ich drücke jetzt mal auf G. Und schon snappt er an der Ecke. Ja, und dann brauche ich nicht nochmal auf G drücken, dann macht es dann einfach von alleine den Rest. So, haben wir denn noch mehr davon? Ich glaube, da muss ich für reingehen, sonst funktioniert das nicht. Drücke ich wieder auf G und an die Ecke. Okay, da brauche ich noch einen, das heißt, ich brauche noch 8 auf den anderen. Mit dem einen sind es dann 9.
Ja, und dann sieht der Turm dann bald so aus. Dann könnte man dann da oben zum Beispiel die Fackeln wieder draufstellen. Sehr schön. Und dann setze ich jetzt nochmal die restlichen Pfeiler. Snappst du da? Das ist nett. Vielen Dank. So, dann machen wir hier den Trick auch nochmal. Einmal auf G. Und hier drüben auch. So. Und hier bitte auch. Na, na, da. Okay, dann habe ich ein paar Fackeln dabei. Und dann setzen wir hier, ja, man könnte natürlich auch gleich mehrere Fackeln setzen. Also zum Beispiel zwei in die äußersten Ecken. Hier eine und hier eine. Und damit die auch schön helles Licht machen, könnt ihr da auch Farbe reinlegen. Zum Beispiel weiß. Die ist zwar jetzt weg, aber wenn ich die Fackel jetzt anmache, dann seht ihr, dass die Flamme nicht gelb ist, sondern weiß. Ja, sie geht jetzt aus, weil das hier so eingestellt ist, dass sie nur tagsüber brennen. Ist halt auch die S-Plus-Fackel und vor allem, die braucht keinen Brennstoff. Die brennt einfach so. Man könnte dann zum Beispiel auch noch eine Fahne oder sowas hier oben drauf setzen. Ja, und das Ganze mache ich dann auch noch einmal da drüben an der Ecke. Und das werde ich jetzt allerdings off-cam machen. Ja, und dann haben wir sozusagen hier unser Hafengebäude doch, denke ich mal. Ich glaube, ich werde hier noch eine Rampe reinmachen. Oder vielleicht noch insgesamt eins, ja, fünf. Da habe ich auf beiden Längsseiten eine Rampe. Man kommt ja auch hier wunderbar unten raus. Ja, wunderbar, kann man machen. Ja, dann mache ich das auch nochmal. Und dann würde ich sagen, ist hier unser Hafengebäude, also das eigentliche Haus, fertig. Da haben wir ja auch noch die Türme. Man könnte da an die Ecken vielleicht sogar nochmal Steinpfeiler hochziehen. Ich weiß nicht genau, wie das aussieht. Was würdet ihr sagen, wenn da an den Ecken auch noch Stein ist? Na, ich kann es ja mal kurz machen, dann sehen wir ja, wie es dann aussieht. Oder habe ich Holz? Ich habe hier auch noch eine Holzsäule. Das sieht manchmal auch ziemlich cool aus, wenn man hier auf eine Steinsäule eine Holzsäule oben drauf setzt. Ich kann ja einfach mal hier drüben eine hinmachen, weil ich habe an dem Geländer bis jetzt ja immer Holz, ja, nicht Stein. Wir gucken mal ganz kurz von unten, wie es aussieht. Das sieht doch gut aus. Ja, machen wir das so. Sehr schön. Okay, dann baue ich den jetzt hier noch zu Ende und dann den da drüben hin. Ja, und dann haben wir es, denke ich, doch mal soweit. Und dann kann ich jetzt, wo ich nämlich auch den Biber für Holz habe und das Megalozoros für Stroh und den Dödi für Stein, die eigentliche Base bauen. Das hier ist ja nur übergangsweise gewesen, aber ich wollte es halt mal fertig bauen, schön bauen, ja, dass es wirklich gut aussieht. Wunderbar, na, dann sehen wir uns ja gleich wieder, wenn das andere Teil auch fertig gebaut ist. So, ich zeige euch das jetzt hier nochmal mit dem Biber. Habt ihr es gehört? Na? Es funktioniert, ja. Es funktioniert wirklich. Und solange ich noch keinen Sattel habe, ist das halt die einzige Möglichkeit, wie es momentan geht. Ihr müsst halt wirklich genau dran fliegen. Der ist da ein bisschen schwierig. Mit dem Dödi ist es wohl einfacher. Das probiere ich jetzt auch gleich nochmal aus. Komm schon. Ne, will er nicht. Die schmecken ihm nicht, die Bäume. Komm schon. Typisch. Jetzt macht das wieder nicht. Ist kamerascheu. Na, ihr habt es, glaube ich, jetzt bei ein oder zwei Bäumen gesehen. Ich werde ihn einfach nochmal neu greifen. Vielleicht liegt es ja daran, dass ihm die Haltung nicht gefällt. Ja. Ja. Oh, jetzt haben wir ihn verloren. Ja, es funktioniert. So, ich würde sagen, dieses Gebäude ist fertig. Mir fehlt nur noch ein schönes Logo für meine Fahnen, aber solange lasse ich sie erstmal weiß. Ich habe jetzt hier vorne diese simplen Fahnen hingemacht, oben aufs Dach auch nochmal welche und jetzt zeige ich euch nochmal, wie das hier hinten aussieht. So, ich habe erstmal da oben aufs Dach auch nochmal eine gesetzt und dann so eine gesechsteilte jeweils auf die Türmchen. Und wir können uns nochmal die Türmchen von innen angucken. Also sind jetzt nicht irgendwie eingerichtet oder so. Gehen hier rein. Wir haben halt hier unten theoretisch ein bisschen Platz. Können rausgucken. Vielleicht mache ich hier auch nochmal irgendwie so Fensterdinger in die Fenster, Fensterläden.
Ja, weil das Geländer drumrum, ne, genau wie drüben, hier auch wieder zweimal die Böden, dann hier auch wieder das Feuer, auch wieder in Weiß. Und hier in der Mitte einmal dieses große Ding. Und auf der anderen Seite sieht es exakt genauso aus, nur dass die Treppe eben spiegelverkehrt ist. Wir können ja gleich nochmal eine Runde drumrum fliegen. So, ne, hier haben wir auch die zwei Fackeln in den Ecken, hier diese große Fahne auf der Seite. Ja, ich finde, das sieht doch ziemlich gut aus. Da kann man doch schon mal ein bisschen was repräsentieren. Und ja, wir können ja gleich nochmal einen Rundflug drumrum machen. Nehmen wir mal hier Alba, haben wir schon lange nicht mehr benutzt. Und gucken uns das Ganze nochmal aus der Distanz an. Ja, so sieht das, machen wir mal hier das HUD aus, dann sieht man mehr und stört nicht hier irgendwas. So sieht das Ganze jetzt aus. Also ja, ich finde, sieht doch ziemlich nett aus. Ne, die beiden Eingangstore. Jetzt machen wir dann da unten die Tür irgendwann nochmal aus Glas, wenn ich es mir denn leisten kann. Freigeschaltet habe ich es immerhin. Kostet, ich glaube, 4 oder 500 Kristall. Und ja, das muss ich halt erstmal ranschaffen. Alles andere habe ich, glaube ich. Ja, sehr hübsch. Gefällt mir gut. Und ja, dann würde ich doch sagen, das Gebäude hier ist soweit erstmal zu Ende, fertig gebaut. Und ich werde dann, um mir nämlich auch ein paar mehr Tiere zuzulegen, weil ja, irgendwie, ich weiß nicht, ob ich mir ganz und gar alle hole. Also es gibt ein paar, die einfach total nutzlos und super kompliziert zu zähmen sind, wie zum Beispiel ein Troodon oder so. Ja, ich denke doch mal. Dann können wir weiter da oben, wo ich eigentlich bauen wollte, die eigentliche Base mal so langsam beginnen. Ach ja, genau, ich wollte die Rampen noch fertig machen. Und dann genau wie da mit so Dreiecken an den Seiten. Ja, das mache ich noch so ein paar Kleinigkeiten halt, ne? Aber ansonsten sieht es doch, glaube ich, alles schon mal ganz schick aus. Sehr schön. Wir können noch mal kurz einen Abstecher dahin machen, wo letzten Endes die andere Base hin soll. Ah, hier könnte man auch noch mal ein Dreieck reinmachen. Okay. Na, die eigentliche Base, das ist sozusagen jetzt das Hafeneingangsgebäude hier für diese Bucht. Und ja, das andere Ding, das sollte ja dann letzten Endes hier oben hinkommen. Na, hier ist es noch alles relativ steil, das ist halt so eine Rampe. Aber ab hier wird es ziemlich gerade. Also hier gibt es nochmal so einen kleinen Huppel, aber ansonsten, das hier ist alles schon mal ziemlich gerade hier oben, wenn man dann mal die Steine wegmacht. Aber vor allem, und da soll es vermutlich eigentlich hin, hier so an den Waldrand, müsste ich halt diese ganzen Steine hier wegmachen. Und mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie die Ruine mit einbeziehen können in den Bau. Muss mir nochmal was überlegen, wie man das am besten machen kann. Ist irgendwie auch so eine Art Keller oder so. Das ist sozusagen hier die eine Seite, ist da, wo der Baum steht, da kommt dann das Tor hin, hier drüben dann die andere Seite. Ja, irgendwie so, denke ich mir. Und dann erstreckt sich halt die Base hier so lang. Dann haben wir hier drüben so einen schönen Abgang. Da kommen wir dann da hinten Richtung Sumpf. Da sieht man ihn ganz da hinten schon. Und hier unten haben wir ja die. Mama, das hat wieder an, damit mir nicht gleich die Ausdauer ausgeht. Hier unten drunter ist ja die Lavahöhle. Da waren wir ja auch mal ganz kurz drin. Noch nicht sehr weit, aber immerhin ein bisschen. Hier ist der Eingang zur Lavahöhle. Das ist also auch nicht weit. Da hole ich immer mein Kristall her. Das ist sehr ertragreich. Also schon alleine im Eingangsbereich, wo noch keine wilden Tiere sind. Wenn ich da das Kristall abbaue, da komme ich schon auf über 100 Stück. Na, das ist natürlich nicht schlecht. Da unten haben wir mal wieder einen Alpha-Raptor. Sehr gut. So, hier kommen wir auch runter. Da ist dann. Ah, super. Da ist ja dann hier diese große Bucht. Eventuell, mal gucken, werde ich die hier benutzen als Lagerstätte für meine Tiere, dann, wenn ich mal irgendwie größere Wassertiere habe, Moser oder so. Ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob die hier durch diese schmale Stelle durchpassen. Andererseits, es sieht ziemlich tief aus. Also, es könnte durchaus sein. Also, Ichthyosaurier kein Problem, ein Hai ist kein Problem, ein Basilo sollte auch kein Problem sein. Aber ob jetzt zum Beispiel ein Moser, ein Plesio oder ein Thusoteutes hier durchkommt, weiß ich nicht. Kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ja, da taucht sie auf, unsere Base. Wunderbar, da würde ich doch sagen, wir lesen jetzt noch einmal ein Dossier vor. Ich glaube, ich habe sogar noch eins von Nerva gefunden, was etwas später spielt als das letzte, was wir gelesen haben. So, wenn wir da erstmal hier wieder landen.
Ja, ich glaube, also Ichthyosaurier werde ich jetzt mir nicht auf Mutationen zähmen. Hoppla. Denn unter Wasser kann man Farben sowieso nicht so besonders gut sehen. Also nicht auf Farbmutationen werde ich sie züchten. Dann gehen wir doch erstmal wieder hoch auf den Turm und dann lesen wir von da oben. So, sehr schön. Okay, gucken wir doch mal. Also, das letzte von Nerva, was wir gelesen hatten, war die 24. Genau, und ich habe jetzt nochmal die 25 gefunden. So, ich glaube, die war auch komplett neu. Ich glaube, ich hatte die vorher gar nicht. Nerva-Notiz Nummer 25. Als meine Armee am Obelisken eintraf, fürchtete ich, wir wären zu spät. Die Beast Queen war nirgends zu finden. Ich war gerade dabei, die Gegend durchsuchen zu lassen, als ich von einem hellen Licht geblendet wurde. Plötzlich tauchte eine Horde von Barbaren vor uns auf und der Kampf begann. Diese wilden und fürchterlichen neuen Monster griffen Verbündete und Feinde an. Mit ihm wurde das Gemetzel komplett. Mit ihm? Mit wem? Letzten Endes wurden die Truppen der Beast Queen ausgelöscht und sie selbst musste mit einer tödlichen Wunde fliehen. Endlich ist sie keine Bedrohung mehr. Ich nehme mal an, das ist sie hier. Möglicherweise hat er sie hier gecached oder so. Interessanterweise haben wir eine Bekannte von Rockwell während des Kampfes gefangen. Okay, das ist sie, Helena wahrscheinlich. Vielleicht weiß sie etwas über die Obelisken, das Rockwell nicht weiß. Ja, die sieht ja auch ganz anders aus, ne? Mit den kurzen blonden Haaren. Sieht sie ganz anders aus, als wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal in der Notiz davor, da hat er ja die Beast Queen dargestellt. Die hat ja mal lange dunkle Haare. Okay, alles klar. Also der Gaius Nerva hat also offenbar gegen die Mei Yin Li gekämpft und hat sie besiegt. Sie ist geflohen. Dafür hat er aber wahrscheinlich die Helena gefangen genommen. Ja, dann würde ich doch sagen, dass an dieser Stelle die Folge auch schon wieder zu Ende ist. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ark Storyline. Bis dann, ciao, ciao.